Hi meine Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute das lang ersehnte Chakren-Video. Ja, ich wurde gebeten von euch, mal so die Chakren im Einzelnen zu erklären und das mache ich auch. Ich erkläre euch, es ist jetzt so strukturiert, weil es gibt 7 Hauptchakren, es gibt noch viele Nebenchakren. Ich gehe jetzt auf diese 7 ein und wir haben ja diverse Themen oder auch körperliche Wahrnehmungen, die sich eben in diesen Chakren, Energieräder, Energieportale, wie auch immer wir sie nennen möchten, manifestieren. Und wenn irgendwo im Körper einfach vielleicht die Energie nicht so wunderbar fließt, wie sie sollte, nehmen wir das auch körperlich wahr. Ja, damals in meiner Heilpraktiker-Ausbildung, und das fand ich ganz spannend, geht man ja immer auf den Körper als die Materie ein. Also das heißt, das Materielle, was wir hier sehen, das steht da sehr stark im Fokus. In der spirituellen Welt, die es ja auch gibt, ist ja vieles unsichtbar. Es gibt natürlich Menschen, die können die Aura sehen, die können die Chakren sehen, die Rädchen, wie sie sich drehen. Und es gibt immer mehr Menschen, die das auch tatsächlich praktizieren und da auch kein Hehl draus machen, was ich sehr schön finde. Also es gibt sehr viele, die hier eine geschärfte Wahrnehmung haben. Und um nochmal darauf zu kommen, die feste Materie, unser Körper, den wir sehen, fühlen, anfassen können, das ist ja nicht alles, was wir haben. Es gibt ja um uns herum noch diverse andere Körper. Es gibt den Emotionalkörper, den ätherischen Körper, den Astralkörper und so weiter. Und heute gehe ich eben speziell auf das erste Chakra ein, erkläre euch, welche Themen damit verbunden sind, welche Blockaden wir vielleicht sehen und was wir tun können, um das auch aufzulösen und zu transformieren. Und ja, das erste Chakra, das Basischakra oder Steißbeinchakra, Wurzelchakra genannt, im Yoga bzw. früher aus dem Sanskrit kam das Wort Muladhara, und das Zeichen dafür ist so eine Lotusblüte mit 4 Blättern, die blende ich euch auch ein, dann seht ihr, wie das Zeichen für das Wurzelchakra ist. Das Wurzelchakra sitzt zwischen Anus und den Genitalien, ist verbunden mit dem Steißbein, und wichtig zu wissen ist, dass die Öffnung des Wurzelchakras nach unten geht. Also das heißt, wenn wir etwas für dieses Chakra tun, ist es wichtig, dies im Sitzen, so wie in der Meditationshaltung in der ursprünglichen zu tun, oder eben im Stehen, weil so die Energie besser fließen kann. Beim Wurzelchakra ist es auch so, dass es dem Element Erde zugeordnet ist. Und wenn wir hier von Erde sprechen, dann kann ich schon sagen, es ist einfach diese, ja, das Materielle, so wie unser Körper auch. Und die Grundlage und Basis ist ja das Wurzelchakra quasi für unser Dasein, die Evolution, die Seele als solches im Körper, die Verbindung mit der materiellen Welt. Hierfür steht dieses Chakra. Wie ist unsere Beziehung zur materiellen Welt? Und verbunden damit ist körperlich alles Feste, also das heißt die Knochen, die Zähne, die Nägel, beide Beine, Rektum, Dickdarm, Mastdarm, Enddarm, Prostata und sogar, auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ist ja gar nichts Festes, ist es trotzdem das Blut, also der Saft des Lebens und der Zellaufbau, weil es ja zum Dasein gehört, zum quasi Überleben. Ja, und es gibt auch noch, und das ist ganz wichtig auch zu wissen, weil ihr vielleicht dann auch schauen könnt, wo fließt vielleicht bei mir die Energie nicht richtig, welche Drüse ist dem jeweiligen Chakra zugehört. Und bei dem Basis- bzw. Wurzelchakra ist es die Nebenniere. Die Nebenniere ist nämlich medizinisch gesehen eine Drüse. Und hier kommen wir auch schon zur Funktion. Diese produziert Adrenalin und Noradrenalin.
Also vielleicht könnt ihr euch auch schon vorstellen, um welches Thema es dann hier geht, wenn das Chakra nicht ganz ausgeglichen ist. Es geht um die Themen der Lebensenergie. Also das heißt, ein schönes, ausgeglichenes Basischakra beinhaltet als Thema, als Lernaufgabe die ursprüngliche Lebensenergie, die Sicherheit, die Beziehung zum Körper, das Urvertrauen, die Beziehung zur Erde, zu allem Materiellen, Stabilität, Durchsetzungskraft, all das sind die Themen des Wurzelchakras. Und wenn unser Wurzelchakra nicht voll ausgeglichen ist, dann können Blockaden entstehen, die sich einmal durch das, was ich gesagt habe, durch diese Funktion zu den zugeordneten Drüsen etc. zeigen. Und das sind zum Beispiel dann Ängste. Also man sagt, das Hauptthema des Basischakras ist, wenn es blockiert ist natürlich nur, ist die Angst. Doch es ist nicht nur die Angst, also diese Angst, wirklich nicht mit voller Kraft in den Apfel des Lebens beißen zu wollen, sondern es ist vielmehr auch Wut, Unmut, Schuld, Scham. Es können auch Süchte, Gewalt und Materialismus sein. Und da muss man eben unterscheiden, inwieweit die jeweilige Ausprägung ist. Ja, die Zuordnung hier auch zur Nebenniere ist eben ganz spannend, weil ja oft in den Nieren und gerade in den Nebennieren das Thema Angst steckt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, der immer wieder Schwierigkeiten hat, auch mit seiner Niere, und man sieht es körperlich oft, wenn man dann zum Beispiel hier so angeschwollen ist, also gerade morgens, wenn sich's unter den Augen anschwillt, ist es ein Zeichen dafür, dass unter anderem deine Niere vielleicht nicht so gut arbeitet, wie sie es könnte. Also hier wäre sicherlich eine Verbesserung möglich. Ja, und das sollte man sich einfach mal anschauen. Es gibt auch ein Mantra für das Wurzelchakra, das ist das Lam, also man kann es singen als Lam. Und es gibt auch ein Mudra, also Mudra sind immer diese Fingerstellungen, und fürs Wurzelchakra ist es dieses hier, also Zeigefinger und Daumen zusammen. Verstärkt einfach nochmal diese Erdung. Ja, und das Wort Erdung habe ich noch gar nicht erwähnt im Zusammenhang mit dem Wurzelchakra. Natürlich geht es um die Erdung, Erdelement, Materie, Erden. Also Menschen, die ein wirklich stark ausgeglichenes, ja, ein wirklich gut ausgeglichenes Wurzelchakra haben, das sind die sind in ihrer Kraft, die sind in ihrer Mitte, in ihrer Lebensenergie, die haben so gut wie keine Ängste, die gehen ganz gemütlich durchs Leben, sind stabil, können sich durchsetzen, haben wirklich dieses Urvertrauen mitbekommen. Und Chakren, und das sage ich auch immer wieder in meiner Energiearbeit, nehmen die Themen aus der Kindheit schon auf. Also das heißt, wenn du in der Kindheit ein Thema hattest, zum Beispiel ein Mutterthema, dass du dich nicht genug geliebt gefühlt hast, nicht gehalten gefühlt hast, und wenn es da irgendein Thema gab, eine Blockade, dann setzt sich das oft einfach im Wurzelchakra ab, weil das Wurzelchakra wirklich für diese Lebenskraft, Lebensenergie, Vertrauen. Und genau das Thema Vertrauen ist oft ein großes Thema. Aber nicht nur hier, es gibt ja diverse andere Chakren noch, wo sich dieses Thema eventuell zeigen kann. Aber nur, um es euch einfach zu veranschaulichen. Was könnt ihr jetzt tun, um euer Wurzelchakra zu aktivieren? Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dies zu tun. Man kann es einmal mit Nahrung machen, also das heißt, aber nicht nur, also man muss wirklich sich so ein ganzes Programm zusammenstellen, meditieren, oft in die Natur gehen, möglichst 30 Minuten am Tag wirklich an die frische Luft und das vielleicht bestenfalls sogar noch mit Sport verbinden, mit Sprints,
wenn ihr jetzt keine Läufer seid oder das nicht eure Leidenschaft ist, dann vielleicht mit Intervalltraining, also so, dass ihr euren Körper wirklich auspowert, zum Schwitzen bringt, dann wieder abkühlen, dann wieder los. Das ist eigentlich so das Beste, um seinen Körper auch zu spüren, um auch einfach viel Sauerstoff in den Körper zu bekommen, um diese Lebensenergie anzukurbeln. Es gibt Atemtechniken, nochmal zurück zum Essen, Wurzelgemüse, also alles, was so aus der Erde kommt. Karotten, rote Beete, Sellerie, also wirklich, ihr werdet es ja wissen, ich mag euch jetzt hier nicht die ganzen Gemüsesachen vorpredigen. Ihr wisst es, was in der Erde wächst, was gut ist. Es sind auch oft Lebensmittel, die rot sind, also die der Farbe zugeordnet sind. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sich viel mit der Farbe rot umgibt, dass man rote Dinge trägt, eine rote Decke hat, einen roten Mantel, also so, dass man sich einfach mal hier so auf das einschwingt, weil rot hat ja auch eben diese Frequenz des Wurzelchakras und es spielt dann ganz gut zusammen. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass wir auch eine Sinnesfunktion haben, die zum Wurzelchakra dazugehört, das ist das Riechen. Und ihr könnt auch hier unterstützen, zum Beispiel mit Zeder oder Nelke. Also Zedernholz ist ja was ganz, ganz Tolles und hat ja so diesen, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, Zeder, so diesen Geruch in einem österreichischen Hotel. Da riecht es ja immer so nach Zedernholz, was ich sehr schön finde. Das ist auch nochmal sehr, sehr erdend. Was auch wichtig ist, um sein Wurzelchakra im Balance zu halten, ist, sich Ruhephasen zu gönnen, wenn ihr welche braucht. Also euch wirklich auch eingestehen, ich brauche gerade mal Zeit für mich, ich muss runterkommen. Und das heißt ja dann immer runterkommen, wieder auf den Boden kommen, auf die Erde. Gönnt euch diese Ruhephasen. Ihr könnt euch musikalisch auch unterstützen, ihr könnt Meditationen machen, gibt es ganz, ganz viele zum Wurzelchakra und einfach wirklich schauen, dass ihr auch die Beziehung zu eurem Körper besser aufbaut, euren Körper besser wahrnimmt, euch spürt, gesunde Sachen esst, also euch Energie zuführt, da wo ihr sie braucht, nicht einfach irgendwie, ich sag's jetzt mal überspitzt gesagt, sinnlos vor sich hin essen oder irgendwelche Emotionen zu stillen, wenn ihr esst, sondern esst bewusst, kaut langsam und tut euch was Gutes, indem ihr gute Sachen auch esst. Und ja, das ist das, was mir so einfällt. Also wirklich auch Training, Muskeltraining und sehr viel kann man auch tun, indem man halt sich in der Natur aufhält, sei es im Wald, am See, einfach die frische Luft, die Sonne aufnehmen, den Boden unter den Füßen spüren, viel barfuß laufen, einfach mal diesen Kontakt zulassen zur Erde. Also wir laufen ja kaum noch barfuß, wenn, dann haben wir Flipflops an jetzt im Sommer oder wir haben Socken an. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass unser Fuß auch einfach mal den Boden spürt, weil wenn wir durch eine Wiese gehen, dann passiert da auch ja informell etwas. Das heißt, der Boden gibt uns Informationen ab, auch wenn wir es uns jetzt vielleicht nicht vorstellen können. Das sind, welche Nährstoffe brauchen wir, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, was für Stoffe werden da übertragen. Also das ist, die Erde hat ja auch ganz, ganz viele Stoffe, die für unseren Körper wichtig ist. Und so ist diese Verbindung stärker da. In Meditationen empfehle ich euch, wenn ihr dies tut, im Sitzen oder im Stehen, je nachdem, wie ihr es lieber habt, dass ihr euch vorstellt, dass aus euren Füßen dicke Wurzeln wachsen, die bis zum Erdkern reichen. Also wirklich sich das vorstellen, wie diese Wurzeln in die Erde gehen, bis ihr zum Erdkern gekommen seid und dann die Energie des Erdkerns in euch aufsaugen. Was man sich auch vorstellen kann, das kommt aus dem Schamanischen, ist, dass man sich vorstellt, so wie es einen Stern oben gibt, gibt es auch einen Stern unten, also den nennt man dann Erdstern, der ein, ich glaube,
2 Meter unter uns ist und dass ihr euch einfach mal im Laufe des Tages immer mal wieder mit eurem Erdstern verbindet. Das finde ich ist eine schöne Idee. Was auch noch wichtig ist, bewusstes Atmen. Also oft ist es im Job so, dass man dann hektisch vor sich hin atmet oder man gar nicht merkt, dass einem der Atem stockt und man dann ganz verkrampft ist und gerade diejenigen, die viel am PC sitzen, dann vielleicht auch noch die Schultern. Also richtet euch auf, gerade eure Wirbelsäule, die als Organ bzw. als Zuordnung körperlich zum ersten Chakra dazugehört, und atmet schön in euren Bauch, so wie wir es aus der Kindheit immer schon getan haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Der zugeordnete Aurakörper ist der ätherische Körper, der Vegetativkörper, falls euch das noch interessiert. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch immer wieder im Laufe des Tages mit eurem Basischakra verbinden, indem ihr einfach daran denkt. Also denkt einfach an euer schönes, rotes Energierad, was sich im unteren Bereich befindet, und spürt doch einfach mal rein und spürt auch einfach mal, wie ihr auf der Erde geht. Es gibt nämlich auch ganz viele Menschen, die nicht richtig auftreten. Also macht es mal wirklich bewusst, mit dem ganzen Fuß auf dem Boden auftreten. Und idealerweise ist dann, was vielleicht in der Arbeit jetzt nicht so einfach ist, ich weiß ja nicht, wo du arbeitest, doch vielleicht zu Hause, barfuß, einfach mal barfuß durch die Wiese, barfuß in den Matsch, barfuß in den Wald. Und gut, zum Schwimmen gehen wir sowieso barfuß. Deswegen geht es uns auch unter anderem im Sommer besser. Es ist nicht nur die Sonne, es ist einfach diese Verbindung zur Natur, die viel stärker ausgeprägt ist in den schöneren Monaten, weil wir öfter draußen sind und weil wir viel öfter einfach unsere Natur, die Energie hier wahrnehmen. Wenn du Fragen hast zu dem Video, gerne einfach in die Kommentare schreiben, wenn dir das Video gefallen hat. Freue ich mich, wenn du es mir mit einem Like zeigst. Ansonsten, ja, wünsche ich dir ein ausgeglichenes erstes Chakra und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.